Und wenn Sie dann sagen, die Linke ist ja völlig isoliert mit ihrer Position, mit ihrer Friedensposition, ist doch völlig out, Krieg ist an der Tagesordnung, Militäreinsätze, wer noch auf Frieden setzt, der ist doch völlig aus der Zeit gefallen. Ja, da muss ich auch mal sagen, da bin ich nur wirklich stolz drauf. Und selbst wenn wir die Einzigen sind, es ist doch eher ein Armutszeugnis für den Bundestag, dass es in ihm nur noch eine Partei gibt, die den alten Willy Brandtschen Grundsatz, Krieg ist nicht die Ultima Ratio, Krieg ist die Ultima Irratio, das heißt, mit Krieg löst man kein Problem, mit Militär, mit Bomben löst man kein Problem, sondern man verschlimmert alle Probleme, die diesen Grundsatz noch hochhält. Zu einer friedlichen Außenpolitik, dazu gehört auch, dass man endlich ein Stoppschild setzt gegen die Geschäfte mit dem Tod hier in Deutschland. Und es ist eine solche Heuchelei, zu sagen, wir machen Bundeswehreinsätze, um irgendwo in der Welt Menschenrechte zu verteidigen, und gleichzeitig liefert dieses Land, dieses Deutschland, Waffen in alle möglichen Krisenregionen, Waffen an alle möglichen Diktatoren, auch Herr Gabriel nach wie vor, obwohl er behauptet hat, er würde das nicht mehr machen. Sie liefern diese Waffen, und dann sind sie wieder alle ganz bass erstaunt, dass sie doch gar nicht erwartet hätten, dass die Diktatoren vielleicht irgendwann die Waffen gegen ihre eigene Bevölkerung einsetzen. Völlig überraschend, nie erwartet.